sage ich so, ich bin's wieder, Tom von TTT Toms Tech Time. Und heute will ich euch zeigen, wie ihr dieses GGS Protective Glass von euren Kameras oder Telefonen runterbekommt, ohne dass da irgendwas passiert, ohne dass was kaputt geht. Zuallererst, das brauchen wir nicht wirklich, aber wir könnten dem zumindest mal einen Versuch geben, können wir so ein Saugnapf-Ding nehmen. Dann brauchen wir irgendwas, um unter das Glas zu kommen, am besten aus Plastik, sodass ihr den Screen darunter nicht zerkratzt. Und natürlich brauchen wir einen Haarföhn. Irgendwas ganz normales, 20 Euro Standardding, muss gar nichts Besonderes sein. So, zuallererst machen wir mal hier dieses Saugnapfding irgendwie nass und pimpen es einfach auf das GGS-Glas drauf, sodass da ein bisschen Widerstand entsteht. Wie gesagt, das ist kein Muss, das ist jetzt nur als Gadget. Ich probiere es auch zum ersten Mal, ob das funktioniert. Jetzt fangen wir einfach mal mit dem Föhnen an. Wie gesagt, benutzt kein super heißes oder super kaltes Programm, sondern einfach das Standardprogramm. Geht nicht allzu nah ran, aber so, dass ihr, wie ihr es hier seht, einfach ganz normal, so ein paar Zentimeter Abstand dürften reichen. Und dann einfach mal 360 Grad rundherum gehen und einfach mal aufs Glas halten. So, und jetzt nehmen wir unser kleines Tool hier. Ein Schraubenzieher oder so geht auch, aber wie gesagt, am besten aus Plastik. Und einfach so drunter greifen. Und da habe ich es doch schon. Und jetzt können wir hier mal ziehen. Ups, ja gut, das war ein Versuch wert, aber auch nicht mehr als das. Gut, lass es uns mit der Hand einfach abmachen. Einfach abziehen, vorsichtig. Schön unten greifen. Super. Und wie gesagt, Achtung, dass ihr euch nicht schneidet, weil wie gesagt, das ganze Ding ist hier zerbrochen beim Rausnehmen. Aber der Monitor der Kamera ist perfekt, in einem super Zustand. Nur diese Kleberückstände sind da, die wir aber einfach abrubbeln können. Ich würde euch nicht empfehlen, irgendwelche Lösungsmittel zu benutzen. Da gibt es zwar immer wieder Tipps, dass man das machen kann. Ja, das stimmt. Es gibt sicherlich welche, mit denen man das machen kann, aber es gibt auch welche, bei denen man sich dann irgendwie das ganze Glas da, das Plastik verätzen kann. Also ich würde es gar nicht machen. Einfach diese 5 Minuten mehr investieren, so ein bisschen da über den Screen rubbeln und am Schluss einfach mal den Screen normal säubern. Super, danke fürs Zuschauen. Das war Tom von TTT Toms Tech Time.